Wie schön, dass es die größte Sorge ist, hier auf den Beinen zu bleiben und der Krieg in der Heimat zumindest für den Moment kein Thema ist. Die ukrainischen Geschwister Anita und Sascha sind zusammen mit einer weiteren Schwester und ihren Eltern vor 5 Tagen in Oberpframmern im Landkreis Ebersberg angekommen und bei Familie Pelz untergekommen. Als wir in diese Familie gekommen sind, haben wir uns sehr erleichtert gefühlt. Es war sehr beruhigend. Wir bekommen hier alles, was wir für den Moment brauchen und können auch tun, was wir wollen. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen um Essen oder ein Dach über dem Kopf. Bärbel und Reini Pelz wohnen derzeit zu zweit im Haus und haben ohne zu zögern spontan anfangs sogar 2 Familien aufgenommen. Man muss einfach Vertrauen haben, dass die Menschen sind wie du und ich und nicht Angst haben, dass irgendetwas wegnehmen oder laut oder irgendwie anders sind, sondern einfach, wie wird es mir gehen, wenn ich dort bin? Und genauso sind die auch, die kommen und sind nur dankbar und bescheiden und die wollen überhaupt keine Umstände machen, eigentlich auch nichts annehmen. Erstmal sind die nur froh, wenn sie hier Wärme und ein warmes Essen haben. Alleine muss Familie Pelz das aber nicht stemmen, denn gekocht werden muss hier schon seit Tagen nicht mehr. Es kommt sehr viel Hilfe auch von außerhalb. Also es ist nicht nur so, dass wir jetzt da uns um alles kümmern müssen. Wir haben Freunde oder ganz unbeteiligte Leute fragen, ob sie irgendwie uns helfen können. Es stehen Suppen vor der Türe, natürlich angekündigterweise, nicht einfach so. Und wir haben jetzt für die nächsten 3 Tage, glaube ich, haben wir auch schon Angebote. Wenn die Eltern Olech und Diana nicht gerade mithelfen, kommunizieren sie mit Freunden und Verwandten aus der Heimatstadt in der Nähe von Kiew. Herzzerreißende Bilder erreichen sie, wie hier ein Haus aus der Straße, in der sie wohnen. Wir beten für unsere Freunde und alle, die noch vor Ort sind, dass dieser große Schmerz bald überstanden ist. Der Anfang, den haben wir noch miterlebt, aber inzwischen ist es noch viel schlimmer als zu dem Zeitpunkt, als wir geflüchtet sind. Die sprachlichen Hürden überwinden die Kinder mit dem Nachbarsmädchen spielerisch. Die Erwachsenen unterhalten sich über die Nachbarin, die wie auch Diana Rumänisch sprechen kann, oder eben über einen Internetübersetzer. Wir haben wunderbare, lange, lange Gespräche und haben uns wirklich verstanden. Wann oder auch wie es weitergeht, wissen die ukrainischen Gäste noch nicht. Bleiben dürfen sie auf jeden Fall, solange sie es brauchen. Eins steht fest, sobald es möglich ist, wollen Diana und Olech zurück in die Heimat, egal wie sie aussehen wird.